Herzlich willkommen zur 21. Episode des Podcasts Gebäudewende. Mein Name ist Pia Grund-Ludwig. Ich bin Chefredakteurin des Gebäudeenergieberater und zu Gast habe ich heute die Professorin Anja Rosen, Honorarprofessorin für zirkuläres Bauen an der Bergischen Universität Wuppertal. Schönen guten Tag, Frau Rosen. Guten Tag, Frau Grund-Ludwig. Wir haben als Thema heute den Urban Mining Index. Da geht es um das Thema Gebäudebestand als Rohstofflager. Sie haben diesen Urban Mining Index entwickelt. Er bewertet die Kreislauftauglichkeit von Konstruktionen und Gebäuden. Können Sie vielleicht nochmal erklären, was genau Sie messen mit diesem Index? Ja, genau. Ich habe den Urban Mining Index in meiner Promotion an der Bergischen Universität Wuppertal entwickelt. Es steckt also jede Menge Forschung dahinter. Wir haben uns intensiv mit der Kreislaufwirtschaft und Zirkularität im Bauwesen beschäftigt, bevor ich diesen Index entwickelt habe. Im Prinzip bemisst der Urban Mining Index eine Zirkularitätsrate. Das heißt, den prozentualen Anteil an Materialien, die in möglichst geschlossenen Kreisläufen gehalten werden können. Im Prinzip eine leicht verständliche Zahl, oder? Also den Anteil an Materialien eines Gebäudes, den man in geschlossenen Kreisläufen halten kann. Das ist eine wichtige Zahl, denn die EU-Kommission hat ja mit ihrem Green Deal beschlossen, bis zum Jahr 2050 eine vollständige Circular Economy werden zu wollen. Und dafür hat die EU den Circular Economy Action Plan verabschiedet. Und dieser beinhaltet mit der EU-Taxonomie auch ein Werkzeug, mit dem Investitionen in nachhaltige Projekte gelenkt werden sollen. Im Bauwesen bedeutet das, dass Zirkularitätsaspekte zukünftig auch gemessen werden müssen. Das heißt, Sekundärrohstoffanteile in Baumaterialien und die Eignung für ein späteres Recycling zum Beispiel spielen dabei eine große Rolle. Und so ist es eben auch im Urban Mining Index. Über den gesamten Lebenszyklus werden alle eingehenden Rohstoffe und alle daraus resultierenden späteren Wertstoffe quantifiziert und hinsichtlich ihres Nachnutzungspotenzials bewertet. Etwas komplexer, als es sich zunächst anhört. Es wird nämlich das sogenannte Closed-Loop-Potenzial gemessen, das heißt Materialien, die zum Beispiel durch Wiederverwendung oder durch hochwertiges Recycling ohne Qualitätsverlust in geschlossenen Kreisläufen geführt werden können. Davon zu unterscheiden ist unbedingt das sogenannte Loop-Potenzial, das heißt offene Kreisläufe. Dabei werden nämlich Qualitätsverluste hingenommen, beispielsweise beim Brechen von Beton und Mauerstein. Das haben wir derzeit noch am häufigsten. Lassen sich denn damit bereits heute alle Materialarten bewerten? Generell ja. Aber die notwendigen Daten zu den Materialarten müssen natürlich verfügbar sein. Im Urban Mining Index ist ein Bauteilkatalog hinterlegt, der Zirkularitätskennwerte enthält. Beispielsweise Sekundärrohstoffanteile von Materialien oder auch das sogenannte Material Loop Potenzial. Das ist ein neuer Kennwert, der Auskunft gibt über mögliche Recyclingquoten nach dem Rückbau. Diese Daten hat Annette Hillebrand an der Bergischen Universität Wuppertal mit ihrem Lehrstuhl wissenschaftlich erhoben und erstmals im Atlas Recycling veröffentlicht. Aber auch Rückbauaufwände sind zum Beispiel im Bauteilkatalog hinterlegt. Wir haben, das sagte ich schon, an der Uni Wuppertal sehr viel zum Thema Rückbau geforscht. Auf Rückbaustellen und in Versuchsstellen, also wirklich in der Praxis, haben wir den Personenaufwand und den Maschinenaufwand für den selektiven Rückbau verschiedenster Konstruktionen gemessen und dokumentiert. Diese Daten sind natürlich noch nicht für alle möglichen Konstruktionen vorhanden, die es auf der Welt gibt, aber man kann sich an den vorbewerteten Konstruktionen orientieren und daraus auch für innovative Details die Bewertung abschätzen. Das ist möglich. Wünschenswert wäre, wenn zukünftig beispielsweise in Umweltproduktdeklarationen mehr Kennwerte für die Zirkularität von Materialien enthalten wären. Teilweise ist das schon der Fall, aber viele Hersteller müssen noch daran arbeiten. Sie sprechen jetzt immer von Materialien. Bezieht sich der Index denn nur auf Materialien oder auch auf komplette Bauteile? Ja, auch auf komplette Bauteile. Die Wiederverwendung ist eingeschlossen. Das heißt, zum sogenannten Closed-Loop-Potenzial gehört die Wiederverwendung, damit meine ich ein echtes Reuse, und das hochwertige Recycling. Wir müssen bei diesen Begriffen schon ganz genau hinhören und sie unterscheiden. Die englischen Begriffe sind etwas eindeutiger, deswegen spreche ich gerne von Reuse. Dabei hört man den Unterschied zum Recycling deutlicher heraus.
Eine Wiederverwendung meint also den Erhalt der Produktgestalt und den Einsatz für den gleichen Zweck. Also zum Beispiel ein Klinker wird ausgebaut und woanders für einen Klinker an einer Wand wieder eingesetzt. Davon zu unterscheiden ist zum Beispiel die Weiterverwendung. Wenn wir den Klinker zum Beispiel als Gehwegbelag nutzen, weil er zum Beispiel nicht mehr für Mauerwerk geeignet ist oder vielleicht Ablatzungen enthält, dass er etwas minderwertiger eingesetzt werden kann, dann sprechen wir von Weiterverwendung. Und das ist unbedingt zu unterscheiden vom Recycling. Das heißt, ja, auch komplette Bauteile lassen sich mit dem Urban Mining Index bewerten, denn wenn ich ein Bauteil aus einem Gebäude ausbaue und woanders wieder einbaue, ist das ein echtes Reuse und das geht voll in das sogenannte Closed-Loop-Potenzial ein. Die Wiederverwendung bietet das allergrößte Potenzial, Ressourcen zu sparen, weil auch sämtliche Energieaufwendungen, die mal mit der Herstellung dieses Produkts einhergingen, erhalten bleiben. Ist denn das Einsatzfeld dann vor allem der Neubau oder lässt sich ein Urban Mining Index auch für zu sanierende Gebäude anwenden? Generell kann man den Urban Mining Index sowohl für den Neubau als auch für die Sanierung oder den Umbau nutzen. Bei letzterem kommt es allerdings darauf an, wie man die vorhandene Bausubstanz bewertet. Das heißt, wenn ich ein Gebäude saniere, wird ja ein Großteil der Bausubstanz erhalten. Meistens wird kernsaniert oder oft wird kernsaniert. Das heißt, der Rohbau bleibt stehen und das Gebäude wird von innen heraus neu aufgebaut oder bekommt eine neue Fassade. Das hat den großen Vorteil, dass das Tragwerk, welches ja den größten Energieaufwand in der Herstellung erfordert und damit auch die größten Treibhausgasemissionen beispielsweise verursacht, erhalten bleibt und wiederverwendet werden kann. Und diese Wiederverwendung der erhaltenen Bausubstanz kann zum Beispiel als Wiederverwendung in den Urban Mining Index eingehen. Da es sich da um große Massen handelt, ist es meistens so, dass man dann ein sehr gutes Ergebnis behält, was ja gerechtfertigt ist, denn der Erhalt des Bestandes bietet das größte Potenzial für den Ressourcenschutz. Wenn man allerdings das, was man neu hinzufügt, etwas deutlicher bewerten will, das heißt, dass es eine größere Gewichtung bekommt, kann man auch so vorgehen, dass man nur das neu hinzugefügte bewertet und dann kann man tatsächlich besser sehen, ob die Materialien, die man hinzufügt, auch für das zirkuläre Bauen, für geschlossene Kreisläufe geeignet sind und ob die Konstruktionen so gewählt sind, dass man das Ganze auch später im Rückbaufall oder in einem neuen Sanierungs- oder Umbaufall wieder leicht auseinandernehmen kann und demontieren kann. Können Sie denn die Daten, die Sie mit dem Urban Mining Index erheben, in gängige Standards wie DGNB, BNB oder BREEAM integrieren? Ja, das ist sehr gut machbar, denn der Urban Mining Index funktioniert im 100%-Schema. Das heißt, diese Zahl, die da herauskommt, ist sehr gut ablesbar und bewertbar. Die DGNB hat das Thema zirkuläres Bauen in der Systemversion 2023 ja komplett neu überarbeitet. Ich durfte etwas daran mitwirken im Ausschuss Lebenszyklus und zirkuläres Bauen. Und in diese Bewertung geht zukünftig beispielsweise auch der Gebäuderessourcenpass ein oder beispielsweise der Anteil wiederverwerteter Materialien, der Anteil an Bau- und Abbruchabfällen. Wie werden diese Abfälle verwertet? Oder auch der Anteil an wiederverwendeten Bauteilen spielt eine große Rolle. Und all diese Daten kann man aus dem Urban Mining Index auswerten und kann damit das Kriterium zirkuläres Bauen der DGNB bewerten. Es wird sogar eine aggregierte Zirkularitätsrate seit der neuen Version 2023 abgefragt. Und genau diese aggregierte Zirkularitätsrate kann man mit dem Urban Mining Index auswerten. Das BBSR, also Bundesinstitut für Baustadt- und Raumforschung, arbeitet auch derzeit an einer neuen Version des Bewertungssystems Nachhaltiges Bauen 2.0, wo das Thema sicherlich auch neu bewertet wird. Und da müssen wir dann schauen, wie wir den Urban Mining Index möglicherweise anpassen oder wie man Daten auswerten kann aus der Erfassung mit dem Urban Mining Index, um auch das neue Kriterium des BMB-Systems damit bewerten zu können. Sie haben jetzt den Gebäuderessourcenpass der DGNB angesprochen. Wie verträgt sich denn der Index mit diesem Ressourcenpass? Und worin unterscheidet er sich von dem Materialpass, den die EPA vorschlägt? Der Gebäuderessourcenpass, den die DGNB im März dieses Jahres veröffentlicht hat, ist ja im Prinzip zunächst nur ein digitales Formular.
Nicht mehr und nicht weniger. Dieses Formular muss natürlich mit Daten gefüllt werden. Ziel des Gebäuderessourcenpasses ist die transparente Darstellung der wichtigsten Gebäudekennwerte und der zirkulären Eigenschaften des Bauwerks. Der Gebäuderessourcenpass braucht also eine Software, mit der man diese Daten generieren kann. Und dafür ist der Urban Mining Index geeignet. In Kürze wird es so sein, dass man mit dem Urban Mining Index den Gebäuderessourcenpass der DGNB auswerten oder ausfüllen kann. Wir arbeiten mit einem großen deutschen Softwarehersteller an einer Anwendung, um aus dem Urban Mining Index eine professionelle Software zu machen. Und Ergebnis dieser Software ist eben auch die Auswertung des Gebäuderessourcenpasses der DGNB. Die DGNB hat ja erstmal nur einen Vorschlag gemacht für so einen Gebäuderessourcenpass und ihn zum Bestandteil der Zertifizierungsversion 2023 gemacht. Auch die Bundesregierung bzw. das Bauministerium arbeitet an einem digitalen Gebäuderessourcenpass. Der wird wahrscheinlich etwas anders aussehen, aber die Auswertungen mit dem UMI werden sicherlich möglich sein. Auch andere Institutionen, wie beispielsweise IPEA, die haben Sie schon erwähnt, oder auch Conchyla und Madasta haben einen Gebäuderessourcenpass entwickelt. Die unterscheiden sich derzeit alle etwas, aber sie werden sicherlich vereinheitlicht irgendwann. Auch daran hat der Ausschuss Lebenszyklus und zirkuläres Bauen der DGNB mitgewirkt, wo ich auch mitwirken durfte, wo auch Experten von IPEA dabei waren, von Conchyla, von Madasta. Und wir alle haben gemeinsam überlegt, was muss denn ein Gebäuderessourcenpass unbedingt enthalten? Und insofern können natürlich die Institutionen, die daran mitgewirkt haben, ihre Instrumente dafür jetzt zur Verfügung stellen, den Gebäuderessourcenpass zu füllen, müssen aber alle leichte Anpassungen vornehmen, damit es eben auch einheitlich bewertet und ausgewertet wird. Wie ist denn die Resonanz auf Ihre Vorschläge bei den Planenden? Müssen Sie da noch sehr dicke Bretter bohren oder ist die Offenheit da groß? Das ist eine gute Frage, weil es ja darum geht, wie kriegt man das Ganze jetzt in die Breite? Da muss ich sagen, viele sind sehr aufgeschlossen, weil sie wissen, dass wir keine andere Wahl haben, als eine Wende im Bauwesen einzuleiten. Die Klima-, die Energie- und die Rohstoffkrise zwingen uns dazu. Das haben viele eingesehen und es ist eigentlich allen klar, dass auf einem Planeten mit begrenzten Ressourcen nicht unendlich Rohstoffe abgebaut und verschwendet werden können. Nichts anderes haben wir bisher mit unserem linearen System, also dem Take-Make-Waste-Prinzip gemacht. Also viel Einsicht ist da, etwas zu ändern. Aber viele Planende haben natürlich Bedenken, dass der Arbeitsaufwand immer höher wird. Zum einen für die Planung selbst. Und das ist sicherlich erstmal richtig. Solange sich Architekten und Bauingenieure und alle Bauschaffenden das Wissen zum zirkulären Bauen noch nicht angeeignet haben. Man kann das ja nicht mehr machen wie früher, dass man ein Detail aus der Schublade zieht, was man bei einem Bauwerk schon mal verwendet hat und was ändert man dann ein bisschen ab und verwendet das für das nächste Bauwerk wieder. Nein, wir müssen komplett umdenken. Wir müssen komplett anders bauen. Wir müssen Verklebungen vermeiden. Auch bei Abdichtungen. Und das ist eine große Herausforderung, weil wir natürlich komplexe Anforderungen an das Bauen heute haben. Der Brandschutz, der Wärmeschutz, der Feuchteschutz, all das muss beachtet werden. Und gerade die Abdichtungen sind häufig verbunden mit Verklebungen. Und viele Planer wissen noch gar nicht, wie sie es denn anders machen können. Das heißt, da ist sehr viel Fortbildung erforderlich. Ich selbst gebe deshalb zum Beispiel nicht nur regelmäßig Seminare zum kreislaufgerechten Bauen bei Architektenkammern oder auch der öffentlichen Bauverwaltung. Wir haben sogar einen Weiterbildungsstudiengang an der Universität Wuppertal gegründet. Das heißt, berufsbegleitend kann man dort jetzt nachhaltiges und ressourcenschonendes Bauen studieren in einem sechssemestrigen Masterstudiengang, der ganz dezidiert auf die Anforderungen des zirkulären Bauens eingeht. Aber für alle, die diesen Aufwand nicht betreiben wollen, stellt natürlich der Urban Mining Index auch eine Hilfe dar. Ich hatte erwähnt, dass ein Bauteilkatalog hinterlegt ist. Das heißt, allein anhand des Bauteilkatalogs kann man schon erkennen, welche Konstruktionen wirken sich günstig auf und welche weniger günstig auf das zirkuläre Bauen. Und dann kann man mit dem Urban Mining Index beispielsweise Variantenvergleiche anstellen. Das nutzen wir im Büro derzeit. Ich habe ja ein Fachplanungsbüro für zirkuläres Bauen und ressourcenschonendes Bauen und wir beraten Planer und Bauherren hinsichtlich der Zirkularität. Meistens ist es so, dass wir uns die vorhandene Planung anschauen, wir erstellen Variantenvergleiche, machen Vorschläge, wie man die Konstruktion anders lösen kann und berechnen dann diese Varianten mit dem Urban Mining Index, um die Unterschiede aufzuzeigen. Das heißt, da ist das Instrument Urban Mining Index eine wertvolle Hilfe.
Aber natürlich ist auch die Sorge groß bei Architekten und Planern, dass der Dokumentationsaufwand zum Beispiel für den Gebäuderessourcenpass immer größer wird. Alles andere, was wir brauchen, ist ja noch mehr Dokumentation, die nichts nützen würde. Deshalb sind Lösungen gefragt, bei denen man möglichst mit einer sogenannten All-in-One-Anwendung allerlei Auswertungen machen kann. Bis jetzt ist es ja so, dass beispielsweise der Energieausweis oder auch die Ökobilanz oder andere Auswertungen immer noch separat berechnet wurden. Und jedes Mal war eine neue Erfassung der Gebäudemassen notwendig. Das ist natürlich Zeit- und Kapazitätsverschwendung. Da müssen wir von weg. Und nun kommt auch noch die Zirkularitätsbewertung und der Gebäuderessourcenpass hinzu. Das heißt, dafür wollen wir nicht auch noch eine neue Auswertung machen müssen oder eine neue Gebäudeerfassung. Deshalb arbeiten wir derzeit an einer Anwendung mit einem großen deutschen Softwarehersteller, das erwähnte ich schon, um den Urban Mining Index in eine sogenannte All-in-One-Software zu überführen. Das heißt, man hat ein digitales Gebäudemodell und kann dann zum Beispiel die Energiebilanz, die Ökobilanz, die Zirkularitätsrate einfach auswerten, sozusagen möglichst per Knopfdruck. Das wäre das Wünschenswerte. Ist es denn aus Ihrer Sicht ein Ansatz, der sich in Projekten wirklich rechnet, weil man zum Beispiel weniger Aufwände hat für die Entsorgung von Bauabfällen? Langfristig ja, was zum Beispiel die Entsorgung von Bauabfällen angeht. Aber das ist natürlich ein Kostenkennwert, den Bauherren erst sehr spät spüren, nämlich beim Rückbau des Gebäudes. Allerdings fängt das Ganze schon viel früher an. Sogar schon bei der Erstellung von Gebäuden können Bauherren Geld sparen, wenn sie zirkulär bauen, indem zum Beispiel Materialaufwände reduziert werden, indem man beispielsweise Bauteile wiederverwendet. Das erlebt derzeit einen Boom. Über Jahrhunderte war es eigentlich üblich, dass man alte Bauteile zurückgewinnt, die noch brauchbar sind und woanders wieder einbaut. Das können Sie sich bei alten Gebäuden anschauen und sehen, dass vorangegangene Generationen mit diesen Dingen ganz anders umgegangen sind. Und das müssen wir erst wieder neu lernen, weil wir durch das Industriezeitalter gewohnt sind, alles immer neu haben zu wollen. Und ich sagte, das Bauen mit gebrauchten Bauteilen erlebt einen Boom. Dazu tragen beispielsweise auch digitale Bauteilbörsen bei, wie das Bauteilnetz oder auch Comptola, ein ganz innovatives, junges Unternehmen, was die Bauteilwiederverwendung erleichtert, indem brauchbare Bauteile schon lange vor dem Rückbau erfasst werden, digitalisiert werden und über eine Plattform zur Verfügung gestellt werden. Spart natürlich Kosten. Also wenn ich nichts neu produzieren muss, sondern das woanders einfach ausbauen kann und wieder einbauen kann, kann man damit Kosten sparen. Jetzt ist es leider so, dass in Deutschland es diese Sache manchmal erschwert, dass wir eine Zulassungspflicht für manche Baustoffe haben. Und wenn ich einen Baustoff ausbaue und woanders wieder einbaue, verliert er in dem Moment seine Zulassung. Diese Hürde müssen wir überwinden. Zumindest haben wir in Deutschland seit kurzem eine sogenannte DIN-SPEC, das heißt eine technische Regel, mit der man ein Verfahren festgelegt hat, um gebrauchte Bauteile in Gebäuden aufzunehmen. Das ist der erste Schritt, um ein sogenanntes Pre-Demolition Audit durchführen zu können. Das heißt eine Bewertung, ob diese Bauteile für einen Wiedereinsatz geeignet sind. Und dann kann man sich vorstellen, wenn dann nicht großartig Gutachter eingeschaltet werden müssen, um diese Bewertung vorzunehmen, dass dann auch das Ganze wirtschaftlich ist. Das ist also der erste Fall. Beim Neubau kann man durch solche Dinge Geld sparen. Dann kann man auch während der Nutzungsphase Geld sparen. Das heißt, Nutzer oder Gebäudeeigentümer profitieren von geringeren Kosten bei der Modernisierung oder beim Umbau. Denn bei jeder Modernisierung fallen in der Regel Abfälle an. Und wenn das keine echten Abfälle sind, sondern Wertstoffe, weil der Planer und der Bauer ja schon im Voraus daran gedacht hat, dass diese Materialien zirkulär sind, dann entstehen keine Entsorgungsgebühren. Im besten Fall hat man durch die Entsorgung sogar Erlöse. An der Bergischen Universität Wuppertal haben wir das Ganze sogar für Modellprojekte durchgerechnet. Für den Atlas Recycling haben meine ehemalige Kollegin Petra Riegler-Flors mit Annette Hillebrand zusammen drei Modellprojekte gerechnet hinsichtlich ihrer Lebenszykluskosten. Dabei wurden auch die sogenannten End-of-Life-Kosten berücksichtigt. Das heißt, die Kosten für den Rückbau und die Entsorgung. Und diese Berechnungen wurden durchgeführt unter Beteiligung eines Rückbauunternehmens.
Das heißt, wir haben das nicht irgendwie so Pi mal Daumen gerechnet, sondern tatsächlich mit Expertise bezogen auf die jeweiligen Konstruktionen. Und dabei wurden drei konventionelle Baukonstruktionen jeweils drei innovativen kreislaufgerechten Konstruktionen gegenübergestellt. Jetzt muss man sagen, dass bei allen drei Modellprojekten die Herstellungskosten leicht höher waren, weil die verwendeten Materialien hochwertiger waren, weil sie langlebiger waren, robuster und dafür auch länger halten und weil sie kreislauffähig sind. Über die Nutzungszeit hat sich das Ganze jedoch auf alle Fälle gelohnt, denn die Lebenszykluskosten waren bei allen drei kreislaufgerechten Konstruktionen günstiger. Durch Einsparung von Instandhaltungskosten und eben durch Einsparung von Rückbau- und Entsorgungskosten. Wenn man dann auch noch die Baupreisentwicklung oder die Rohstoffpreisentwicklung hinzurechnet. Es ist zu erwarten, dass in Zukunft Baupreise oder Baustoffpreise noch weiter anziehen. Denn die Rohstoffe auf dieser Erde sind begrenzt und die Flächen zum Abbau von Rohstoffen werden immer knapper. Und wenn man diese Preisentwicklung berücksichtigt, dann wird es in Zukunft wirtschaftlich sein, Materialien, die in der urbanen Mine verbaut sind, hochwertig zurückzugewinnen und wieder einzusetzen. Sie haben das Ganze ja schon in einem konkreten Projekt am Rathaus Korbach ausprobiert. Was nehmen Sie denn aus diesem Projekt für die nächsten Projekte mit? Ja, ganz genau. Das Rathaus Korbach war ein innovatives Modellprojekt, das mit Unterstützung des Landes Hessen erstellt werden konnte. Es ist ein Rathausneubau, dem ein Rückbau vorausging. Das heißt, neben dem alten historischen Rathaus, was dabei auch saniert worden ist, stand ein Anbau aus den 70er Jahren, der zurückgebaut wurde. Das war auch schon beschlossen seitens der Stadt, als die Arbeitsgemeinschaft aus AGN und Heimspielarchitekten in einem offenen Wettbewerb diesen Auftrag bekommen hat, das heißt den Wettbewerb gewonnen hat. Da war damals das Glück, dass ich bei der AGN-Gruppe gearbeitet habe und verantwortlich war für das nachhaltige Bauen und gleichzeitig eben an der Uni Wuppertal in der Wissenschaft gearbeitet habe zu genau diesen Themen. Und deshalb durfte ich für dieses Projekt im Prinzip das erste Mining-Konzept Deutschlands entwickeln. Das heißt, wir haben diesen alten Anbau aus den 70er Jahren zurückgebaut, mit dem Ziel, so viel wie möglich an Materialien stofflich zurückzugewinnen und gleich im Neubau wieder zu verarbeiten. Das hat sich natürlich hauptsächlich bezogen auf die mineralische Bausubstanz, denn beispielsweise Holz und Metall geht in den üblichen Verwertungsweg, geht zurück zu Verbänden, die das recyceln oder auch zum Hersteller, der daraus neue Produkte herstellt. Aber beim mineralischen Baustoffrecycling haben Bauherren das auch selbst in der Hand, weil sie nämlich in der Region diese Materialien aufbereiten lassen können, um sie wieder einzusetzen direkt im Neubau. Und so konnten wir die Hälfte des Tragwerks für den Neubau aus sogenanntem R-Beton, das ist ressourcenschonender Beton, erstellen. Das bedeutet, wir haben die Abbruchmaterialien aus dem Altbeton gebrochen in einer Recyclinganlage. Sie wurden aufbereitet, auch zertifiziert, damit wir sicher gehen konnten, dass sie keine Verunreinigungen oder keine Schadstoffe enthalten. Und dann haben wir diese Abbruchbaustoffe im Beton für den Neubau im altsogenannten R-Beton wieder eingesetzt. Wir hätten uns gewünscht, dass wir mehr R-Beton aus dem Altbau hätten generieren können. Das war leider nicht möglich, weil nämlich dieses Bauwerk in den 70er Jahren eben nicht als urbane Mine geplant war. Damals hat man an solche Dinge noch gar nicht gedacht. Das Lebensende war weit weg und im Prinzip wurde gebaut, bis fertig war und dann wurde es dem Nutzer übergeben. Heute gehen wir an diese Dinge ganz anders heran, indem wir eben die Nutzungsphase und sogar die End-of-Life-Phase mit berücksichtigen. So war es eben, dass wir dann in diesem 70er-Jahre-Anbau auch Konstruktionen vorgefunden haben, die sich bei bestem Willen nicht selektiv zurückbauen ließen. Es gab zum Beispiel eine Rippendecke über dem alten Ratssaal mit einer verlorenen Schalung. Das hört sich seltsam an, dass diese Schalung verloren ist, aber im Prinzip ist es so, dass diese Rippendecke damals geschalt worden ist aus Holz und das Holz ist drin geblieben und ist nicht entfernt worden. Das heißt, es hat dann natürlich einen relativ festen Verbund mit dem Beton. Und dieser Verbund war auf der Baustelle bei bestem Willen nicht sortenrein trennbar. Man hätte im Prinzip händisch mit der Spitzhacke dieses Holz da aus diesen vielen Rippenlöchern herauspicken müssen. Das wäre nicht wirtschaftlich möglich gewesen. Also hat der Rückbauunternehmer mit der Stadt
damals beschlossen, dieses Material am Stück abzubrechen. Und so kam es natürlich zu Verunreinigungen des zurückgebauten Betons. Das heißt, wir hatten jede Menge Holz und auch noch Styropor, was damit eingearbeitet war in dem Betonabbruch. Das ließ sich auch durch eine nachträgliche Aufbereitung nicht trennen. Das zeigt, wie wichtig das sortenreine Konstruieren ist, denn es hatte zur Folge, dass wir einen großen Teil der Materialien verloren haben. Aber nichtsdestotrotz haben wir immerhin das neue Tragwerk zu 50% aus diesem Erdbeton erstellen. Was man zusätzlich auch noch berücksichtigen muss, ist natürlich die Frage, sind jetzt damit auch die Umweltziele erreicht? Und da muss man unterscheiden, denn wir haben jede Menge Ressourcen gespart. Es hat eine baubegleitende Untersuchung der Universität Kassel gegeben. Das heißt, die Uni Kassel hat sogenannte Fußabdrücke berechnet für dieses Urban Mining Konzept. Es wurde der Materialfußabdruck, der Wasserfußabdruck, der Energiefußabdruck und der CO2-Fußabdruck gemessen. Und wir konnten nachweisen, dass wir durch dieses Mining bis zu 37% Ressourcen einsparen konnten auf Produktebene. Produktebene heißt im Beton. Aber der CO2-Fußabdruck, da konnten wir nur bis zu 7% CO2 einsparen gegenüber einer konventionellen Konstruktion. Und das auch auf Produktebene. Auf der gesamten Gebäudeebene konnten nur 2% CO2-Emissionen im Vergleich zu einer konventionellen Konstruktion gespart werden. Das hat damit zu tun, dass der CO2-Fußabdruck von Stahlbeton weitgehend bestimmt ist durch den Zement. Und den Zement kann man derzeit noch nicht recyceln. Man kann aus Beton nur eine gebrochene Gesteinskörnung machen, die man wiederum mit Wasser und Zement und eben neuem Zement wiederum zu sogenanntem Erdbeton verarbeiten kann. Das heißt, da ist noch viel Forschung notwendig, um Beton wirklich eins zu eins recyceln zu können. Das ist heute nicht möglich. Deswegen hat auch das Rathaus Korbach nur eine Zirkularitätsrate von 42%. Das ist der sogenannte Urban Mining Indicator. Und die ist eben weitgehend darauf zurückzuführen, dass wir diesen Erdbeton eingesetzt haben. Aber man kann auch davon ausgehen, dass später noch ein Großteil dieses Betons einen nachrangigen Verwertungsweg erfährt. Wir haben zwar darauf geachtet, dass der Beton wirklich sortenrein verarbeitet wird. Wir haben auf Abklebungen verzichtet. Wir haben auf Putz zum Beispiel an den Wänden verzichtet, damit man ihn sortenrein zurückgewinnen kann. Aber weil eben das Recycling 1 zu 1 noch nicht möglich ist, rechnen wir bei Beton mit einem sogenannten Material Loop Potential von 39%. Das heißt, nach den derzeitigen Regularien, an die wir uns gehalten haben, kann man in neuem Beton maximal 39% an Sekundärrohstoffen einsetzen. Mehr derzeit noch nicht, es sei denn, man strebt eine Zulassung im Einzelfall an. Dann kann man auch bei solchen Bauweisen mehr Rezyklate einsetzen. Das wird in der Schweiz zum Beispiel schon lange gemacht, allerdings dort meistens unter dem Mehreinsatz von Zement, um eben mögliche Nachteile des Erdbetons auszugleichen. Und das ist nicht das Ziel, weil eben die Umweltwirkungen des Betons weitgehend vom Zement bestimmt werden. Was nehmen Sie denn jetzt an Erfahrungen für die nächsten Projekte mit aus dem Projekt in Korbach? Ja, das Konklusio daraus kann eigentlich nur heißen, dass man diese Aspekte sehr frühzeitig analysieren muss und dass man sich Gedanken machen muss über die Bauweisen. Also wir sollten zum Beispiel den Beton, den wir beim Rathaus Korbach eingesetzt haben, so wenig wie möglich einsetzen. Aber wo das möglich ist, sollte man möglichst auf andere Bauweisen ausweichen. Beim Rathaus Korbach wäre das nicht anders gegangen und wir brauchen natürlich auch die Betonbauweise zukünftig. Es ist schwer vorstellbar, dass zum Beispiel Krankenhäuser oder große Versammlungsstätten, und dazu gehört auch so ein Rathaus, in Holzbauweise erstellt werden, weil die Anforderungen an den Brandschutz so enorm hoch sind. Aber andere Bauaufgaben, zum Beispiel Schulen oder kleinere Bauwerke, kann man zum Beispiel leicht in Holzbauweise erstellen. Und damit kann man in der Regel höhere Zirkularitätsraten erreichen, weil der Baustoff Holz ein natürliches Material ist. Und wenn man darauf achtet, dass dieses Material nicht verunreinigt wird oder mit Schadstoffen versetzt wird, beispielsweise Anstrichstoffe oder Holzschutzmittel, das sollte man natürlich tunlichst unterlassen. Und wenn man das beachtet, dann kann dieses Material im natürlichen Kreislauf gehalten werden und wächst eben auch nach. Das ist der große Vorteil. Das heißt, es kommt nicht nur darauf an, mit dem Index zu erheben, wie zirkulär
Produkte sind, sondern sich in der Konstruktion vorher schon zu überlegen, welche Materialien man überhaupt einsetzt. Genau, und dafür kann man ja eben mit dem Urban Mining Index sehr gut Variantenvergleiche durchführen und sieht dann auf Anhieb, welche Konstruktionen und welche Bauweisen ein gutes Ergebnis erzielen und welche eben ein nicht so gutes Ergebnis erzielen. Ja, danke schön, Frau Rosen. Das war unser Podcast zum Urban Mining Index. Ich danke Ihnen auch ganz herzlich, Frau Grund-Ludwig, für das Interview. Sie hörten den Podcast Gebäudewende der Redaktion des Gebäudeenergieberater. Es hat Ihnen gefallen, das freut uns. Dann liken oder abonnieren Sie unseren Podcast. Sie wollen uns etwas sagen, wir freuen uns auch über Kommentare. Bis bald.